Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben hier das Motorola Moto G42, ein relativ günstiges Gerät, was trotzdem ein OLED-Display hat. Das ist natürlich toll. Und wir schauen uns in diesem Video mal alles um das Thema Dark Mode an. Dark Mode und OLED-Display hängen eng beieinander. Und warum, das erfahrt ihr in diesem Video. Alle Tipps zum Dark Mode seht ihr hier. Viel Spaß dabei. Ja, in diesem Video wollen wir uns mal mit dem Dark Mode beschäftigen vom Moto G42 aus dem Hause Motorola. Das Gerät liegt hier vor uns und in der Ersteinrichtung haben wir es so festgelegt, dass wir das helle Design verwenden wollen. Das kann man in der Ersteinrichtung bei diesem Gerät entscheiden, ob man eben hell oder dunkel permanent nutzen möchte. Ihr seht schon hier an unserer Searchbar, die Google Searchbar, die ist halt hell. Dementsprechend ist das schon der erste Indikator dafür, dass wir das helle Design verwenden. Genauso können wir auch mal hier in irgendeine App gehen. Wenn wir hier zum Beispiel in unsere Telefon-App gehen, dann sehen wir hier weißen Hintergrund bei allem, was wir hier so haben, beziehungsweise auch im Play Store, ganz egal, wo wir hingehen, wir haben halt überall den hellen Hintergrund. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass wenn man hier das Kontrollzentrum hier oben runterwischt, dass man dann komplett dunkles Design hat, also dunklen Hintergrund, weiß ich nicht, warum das so gemacht ist, hätte ja jetzt auch hell sein können. Außerdem, was ich auch nicht verstehe, ist, dass wir hier diese Tafel dunkles Design gar nicht haben. Das heißt, wenn ich hier durchwische, finde ich nicht den Dunkelmodus, beziehungsweise das dunkle Design über den Schnellzugriff. Das gucken wir uns gleich noch an, das können wir nämlich einstellen. Wir gehen jetzt erstmal so in die Einstellungen und gucken uns den Menüpunkt da an. Einstellungen und dann geht ihr hier zu dem Thema Display. Da sehen wir schon, dunkles Design steht schon mit drin hier in der Auflistung, was man unter dem Menüpunkt Display findet. Einmal draufgeklickt und dann suchen wir mal hier das dunkle Design. Hier ist es, Darstellung wird nie automatisch aktiviert. Okay, also das ist nie aktiv, das dunkle Design. Das sehen wir halt an dem Regler bzw. an dieser Info, weil wir uns eben in der Ersteinrichtung für das helle Design entschieden haben und bisher noch keine weiteren Einstellungen daran vorgenommen haben. Ich aktiviere das jetzt mal hier. Jetzt seht ihr, das Ganze kehrt sich einmal um ins dunkle Design. Also alles wird schwarz bzw. die Schrift wird weiß. Und wenn ich jetzt hier oben das Menü herunterwische, okay, das bleibt so. Das ist scheinbar einfach unberührt vom hellen oder dunklen Design. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier auf dem Startbildschirm unsere Searchbar in dunkel auftauchen. Am Hintergrundbild selbst ändert sich, glaube ich, soweit ich jetzt weiß, nichts. Das macht ja auch keinen Sinn, das Bild ist Bild. Aber wenn wir jetzt in die Apps gehen, dann sehen wir zum Beispiel hier, wo wir eben waren, Anrufliste, hier eine ganz andere Darstellung, nämlich eben in dunkel. So, wofür gibt es das Ganze? Zum einen gibt es den Dark Mode, beziehungsweise den Nachtmodus dunkles Design, wie auch immer man das nennen möchte, dafür, um in erster Linie eben die Augen zu schonen. Denn es ist ja so, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr irgendwie nachts oder abends unterwegs seid bei Dunkelheit und guckt schlagartig in helles Licht, dann ist das erstmal zum einen unangenehm für die Augen, zum anderen brauchen die einen Moment, um, sag ich mal, sich an dieses helle Licht zu gewöhnen. Das kennt man, das ist immer so, sind so ein paar Sekunden oder Bruchteile von Sekunden, wo sich die Augen umgewöhnen müssen. Und dafür ist eben dieser Dark Mode bei Smartphones, denn wenn ihr euer Gerät aus der Hosentasche zieht, bei Nacht in der Dunkelheit und blickt schlagartig in dieses ganz helle, wahrscheinlich auch noch mit Helligkeit ganz hochgekurbelt und so weiter, dann ist das eben für die Augen relativ ungesund. Und es birgt einen Moment der Gefahr, weil die Augen in dem Moment halt sich gerade umwandeln und man Dinge nicht so gut erkennen kann, gerade wenn man am Straßenverkehr teilnimmt. Zum anderen ist eben hier bei dem G42 der große Vorteil ja, dass wir ein OLED-Display haben. Und bei diesen OLED-Technologien ist es eben so, dass der Dark Mode zudem auch noch Strom spart. Denn alle Bereiche, vorher hatten wir alles hell, zum Beispiel jetzt hier in diesen Apps, da war ja vorher alles weiß, das muss dann alles beleuchtet werden. Und jetzt im Dark Mode ist es so, dass alles, was dunkel ist, gar nicht beleuchtet werden muss. Das ist natürlich super praktisch. Ihr seht schon, wie viel oder wie groß der Anteil an dunklen Flächen hier ist im Vergleich zu den Schriften. Dementsprechend kann man sich ausrechnen, dass zu einem hohen Prozentteil der Dark Mode auch eben zum Akkuschonen beiträgt. Natürlich, wenn ihr euer Gerät mega intensiv nutzt und so, dann werdet ihr euch wundern, dass es trotzdem mega schnell leer geht. Klar, wenn ihr nur Spiele spielt oder permanent Videos streamt oder wie auch immer, dann wird der Dark Mode euch da auch nicht großartig helfen. Aber bei normaler Benutzung kann man da, glaube ich, schon ein bisschen merken, dass da eventuell dann der Akku länger hält. Das erstmal zum Thema Dark Mode. Wir wollten jetzt noch hier oben im Schnellstartmenü gucken, wie wir das denn einstellen können. Und zwar, wenn ihr hier runterwischt, ich schalte das mal erstmal eben einmal hier wieder auf hell um. Ich glaube, das lässt sich im Video dann besser erkennen. Also Einstellungen, dann waren wir bei Display, dunkles Design, das mache ich jetzt mal eben aus. So, und wenn wir jetzt hier oben einmal runterwischen,
gut, jetzt ist eh wieder alles dunkel. Dann haben wir hier diesen kleinen Stift. Also ich habe schon vorher geguckt, das dunkle Design taucht hier in diesen Schalttafeln nicht auf. Wir haben ja hier drei Seiten, das sehen wir hier auch an diesen drei Punkten, die hier unten auftauchen. Da können wir eben praktisch drei Seiten uns hervorrufen von diesen Schalttafeln. Wir haben aber eben hier auch diesen Stift, da klicken wir dann einmal drauf. Und wenn wir jetzt etwas nach unten scrollen, dann finden wir hier irgendwo das dunkle Design, da nämlich. Und hier sehen wir schon halten und ziehen, um Kacheln hinzuzufügen, da steht's. Das heißt, ich halte jetzt einfach mal dieses dunkle Design, diese Kachel, und ziehe sie hier oben mit rein. So, und die kann ich jetzt auch einfach hier, indem ich sie so dahin halte oder auch oben an den Rand, irgendwo hinschieben, wo ich möchte. Und beim dunklen Design ist es so, vielleicht, ja, wähle ich das ja irgendwann wie mal ein bisschen öfter als den Rest, dann lege ich mir das einfach mal hier oben relativ, ja, weit hoch mit hin. Und jetzt verschwinden wir hier einfach mal. Ich probiere das jetzt einmal aus. Ich wische mein Schnellstartmenü hier runter und ich sehe schon, da ist jetzt dunkles Design. Da habe ich jetzt drauf geklickt und dann kehrt sich eben einmal alles um. Jetzt bin ich wieder im dunklen Design. Und ihr seht schon, so kann man das wunderbar und ganz schnell eben an- und abwählen. Warum Motorola das da oben nicht reingelegt hat, weiß ich nicht. Das ist eigentlich ein Standardpunkt, der immer mit da oben irgendwie drin ist, aber okay, wir können uns ja hier anderweitig helfen, wie wir sehen. Jetzt gucken wir uns den Menüpunkt, also ihr könnt dann übrigens, wenn ihr hier etwas länger draufdrückt auf das dunkle Design, dann könnt ihr euch das hier direkt hervorrufen. Das ist im Prinzip das gleiche, was ihr erreicht, wenn ihr in die Einstellungen geht und dann über Display dunkles Design da einmal draufklickt, dann haben wir hier eben die gleiche Ansicht. Also ihr kommt über einen längeren Tastendruck aus dem Schnellwahlmenü da oben direkt in die Einstellungen. So, und jetzt haben wir hier einen Zeitplan. Den können wir uns nochmal eben angucken. Und zwar können wir das dunkle Design eben auch so steuern, dass es ja von Zeiten abhängig ist. Wenn wir hier jetzt eine benutzerdefinierte Zeit eingeben, dann können wir hier Start- und Schlusszeit angeben. Startzeit sollte natürlich irgendwo immer abends an einem Tag sein und die Schlusszeit am Morgen des nächsten Tages, eben um die Dunkelheit zu überbrücken mit dem dunklen Design. Man kann aber auch ganz einfach sagen, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Vielleicht ist das für viele einfacher, als sich dafür eine benutzerdefinierte Zeit zu entscheiden. Dann funktioniert das Ganze nämlich eben anhand, ja, des Sonnenuntergangs bzw. Aufgangs, wie er bei euch in der Region, wo ihr euch aufhaltet, eben vonstatten geht. Das Ganze funktioniert dann über die Ortungsdienste, soweit ich weiß, dass eben das Handy weiß, wo ihr seid und dementsprechend natürlich nicht den Sonnenuntergang von Südafrika euch vorgaukelt sozusagen, sondern schon den von, ja, nehmen wir mal an, ihr seid in Deutschland unterwegs. Da gibt es ja dann nur eine Zeit, wann der Sonnenuntergang stattfindet, so grob. Und genau, dann regelt das Handy das praktisch selbst und ihr habt den Vorteil, dass ihr dann bei eintretender Dunkelheit eben das dunkle Design gezeigt bekommt. Da gewöhnt man sich auch recht schnell dran. Am Anfang seid ihr dann natürlich erstmal vielleicht überrascht, wenn, keine Ahnung, das Ganze sich umwandelt in dunkel oder hell. Auf jeden Fall praktisch finde ich eben, dass man das automatisch steuern lassen kann. Dann muss man das nicht immer manuell hin und her schalten. Aber für bestimmte Zwecke, je nachdem wie die äußeren Beleuchtungsverhältnisse sind bei euch, kann man natürlich das jederzeit so dann zum Beispiel aktivieren oder deaktivieren. Also, das war's zum Thema Dark Mode beim Motorola Moto G42. Wie gesagt, Augen schonen, Akku schonen und zum anderen sieht es ja hier und da nochmal ganz interessant aus, finde ich, im Vergleich zum hellen Design. Also überlegt euch, wie ihr den Dark Mode anwendet. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar gute Tipps geben und euch helfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!